الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Die Abweichung vom rechten Pfad, sei es nach links oder nach rechts, gleicht der Verirrung in einer verhängnisvollen, tödlichen Wüste. Wenn der Reisende nicht schon auf dem Weg zu seinem Ziel erliegt, dann wird ihm zumindest der Weg dahin verschwert und verlängert. Und er wird die verschiedenen Arten von Schmach und Mühsal erleiden, bevor er überhaupt ankommt, auf die er hätte verzichten können, wenn er nur seinen Verstand und seine Standhaftigkeit genutzt hätte. Welch schmerzhafter Anblick und welch großes Unglück, sich selbst oder jemanden, für den man sich sorgt, in einem Strudel von Abweichungen zu sehen, während man selbst hilflos zuschaut. Und wie häufig passiert das? Liebe Brüder, es ist unsere Pflicht, insbesondere in diesem Land, in dem das Leben so komplex ist, die Ideologien so vermengt miteinander sind, es so viele Gedanken gibt, moralische Grenzen sehr niedrig sind. Es ist unsere Pflicht zu erkennen, dass die Ursachen der Abweichung verschieden sind und dass nicht jedes Problem mit ein und derselben Diagnose diagnostiziert werden kann. Dennoch können wir nach dem Schema des Korans sämtliche Abweichungen oder Krankheiten in zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie, das ist die intellektuelle, gedankliche und philosophische. Intellektuelle, gedankliche, philosophische Abweichungen. Zum Beispiel aufgrund der Ehrfurcht vor intellektuellem Druck, Mainstream-Ideologien und auch Indoktrinierung und schiere Unwissenheit. Die zweite Kategorie, das sind verhaltensbedingte Abweichungen. Aufgrund von Schwäche gegenüber den Genüssen von Vergnügen, Unterhaltung und der Befriedigung von Begierden, die schädlich im Dies oder im Dies und Jenseits sind. Und häufig ist es eine Kombination aus beiden. Es ist eine Kombination aus beiden Krankheiten. Krankheiten der Zweifel, das ist die Krankheit der intellektuelle Teil der Krankheit. Krankheiten der Zweifel und des Fehlglaubens. Durch die Verderbnis von Vorstellungen über wahr und unwahr und die Erblindung des geistigen Auges. Krankheiten der Begierden, indem man nach Dingen sucht und begehrt, die den Seelen sofort oder später schaden. Eine heile Seele ist eine Bedingung für den Erfolg am Tag des großen Bedauerns, über den Allah Ta'ala sagt, an dem Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder nützen, außer wer mit einem gesunden Herzen kommt. Wer mit einem gesunden Herzen zu Allah kommt. Und der Koran hat in verschiedenen Passagen des Korans finden wir beide Typen dieser Abweichungs- oder Krankheitsformen. Zum Beispiel sagt Allah Ta'ala über die Munafiqun, und es gibt unter den Menschen solche, die sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, aber sie glauben nicht. Sie wollen Allah und die Gläubigen täuschen, aber sie täuschen nur sich selbst, ohne es zu merken. In ihrem Herzen ist eine Krankheit. Was ist das für eine Krankheit? Das ist gedankliche Krankheit, intellektuelle Krankheit. Und Allah hat ihre Krankheit vermehrt. Und für sie ist eine schmerzhafte Strafe, weil sie Lügen erzählen. Das ist die Krankheit der Zweifel, die Verderbnis der Sicht und die Verwirrung des Denkens, indem man das Falsche für wahr hält und das Wahre für falsch hält. Und schau auch, wie hier der Vers Krankheit und Schmerz kombiniert miteinander. Denn wir kennen Schmerz, verursacht durch körperliche Krankheiten.
Aber auch die abstrakte Krankheit, die Krankheit des Herzens, verursacht Schmerz und Elend. Mit einem Unterschied. Das Ende einer körperlichen Krankheit ist der körperliche Tod. Für die abstrakte Krankheit gibt es jedoch kein Ende. Und was die andere Form der Krankheit angeht, nämlich die Krankheit der Neigungen und der Begierde, hierzu sagt Allah Ta'ala in der Surah Al-Ahzab: O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere Frauen, wenn ihr gottesfürchtig seid. Dann seid nicht zu gefällig im Gespräch mit den Männern, damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, Begehren nehmen. Das ist die Krankheit des Begehrens, die Krankheit der Neigung. Und sprecht anständige Worte und bleibt in euren Häusern und zeigt euch nicht mit dem Schmuck der vorislamischen Zeit der Unwissenheit. Also nicht freizügig. Und verrichtet das Gebet, gebt die Zakat und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Wahrlich, Allah will nur, um von euch, den Angehörigen des Hauses, die Unreinheit zu entfernen und euch rein und lauter zu machen. Aus diesem Vers nehmen wir einige Lektionen, auch wenn sie nicht direkt mit dem Thema zu tun haben. Unter anderem, die normale Stimme einer Frau ist keine Scham. Zweitens, Frauen sind aufgefordert, sich beim Sprechen mit fremden Männern bescheiden und zurückhaltend zu verhalten. Drittens, die Begründung für diese Anweisung besteht darin, dass sie das schlummernde Begehren in den Männern wecken kann. Wenn dies schon durch den Reiz der Stimme passiert, wie viel mehr dann durch Zeigen von Haut und körperlichen Reizen? Viertens, die Adressaten sind die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn dies also bei ihnen passieren kann, dann erst recht bei anderen, deren Unantastbarkeit und Würde nicht ihrer gleicht. Abschließend, die Krankheit des Menschen kommt aus ihm selbst und seine Heilung ist ebenfalls in ihm selbst. Das bedeutet, dass die Ursachen und Instrumente dafür in ihm vorhanden sind, wie das Feuer im Holz, das entflammt, sobald es entzündet wird. Diesbezüglich sagt ein Dichter, er sagte: In dir verborgen liegt Heilung, doch siehst du es nicht. Dein Leid kommt von dir, doch fühlst du es nicht. Du glaubst, du seist ein kleines Wesen, doch in dir liegt verborgen die größere Welt. Was ist die Behandlung? Die tiefgründige Betrachtung des Koran, liebe Geschwister, ist die wirksamste und umfassendste Methode der Heilung. Sie heilt das Herz von Krankheiten intellektueller Art, aber auch von praxisbezogenen, moralischen Krankheiten. Und das ist etwas Einzigartiges für den Koran. Allah Ta'ala beschreibt den Koran mit folgenden Worten: Damit diejenigen, die Wissen erhalten haben, erkennen, dass dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, sodass sie daran glauben und ihre Herzen demütig werden. Und wahrlich, Allah leitet diejenigen, die glauben, auf den geraden Weg. Der Koran hat eine überwältigende Autorität über die Seelen, welche sie demütigt und sich ihm freiwillig und beruhigt unterwirft. Und wenn der Glaube angenommen wird, ist der Geist bereit, die Wahrheit zu akzeptieren und sich zu unterwerfen. In einer anderen Beschreibung des Korans sagt Allah Ta'ala: Allah hat das beste Wort herabgesandt, ein Buch, das in sich übereinstimmend und wiederholend ist. Diejenigen, die ihren Herrn fürchten, erschaudern vor ihm. Dann werden ihre Haut, ihre Herzen dem Gedenken an Allah weich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird Prüfungen geben. Sie fragten: Was ist der Ausweg? Er sagte: Das Buch Allahs. Im Buch Allahs ist die Nachricht dessen, was vor euch war, und die Nachricht dessen, was nach euch sein wird. Und das Urteil dessen, was zwischen euch ist. Es ist die endgültige Entscheidung, kein Scherz. Wer es verlässt, wird von Allah gebrochen. Und wer nach der Rechtleitung in einem anderen als ihm sucht, den lässt Allah in die Irre gehen. Es ist die starke Schnur Allahs,
die weise Ermahnung und der gerade Pfad. Es ist das Buch, durch das die Begierden nicht in Neigung geraten. Und es ist das Buch, in dem sich die Zungen nicht verwirren und das die Gelehrten nicht satt werden lässt und das nicht aufgrund der häufigen Wiederholung abgenutzt wird. Es ist das Buch, das, als die Dschinn es hörten, sie sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Es ist das Buch, wer daraus spricht, spricht die Wahrheit. Wer danach urteilt, urteilt gerecht. Und wer danach handelt, wird belohnt. Und wer dazu einlädt, wird auf den geraden Weg geleitet. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم ارزقنا العمل الصالح اللهم ارزقنا العلم النافع اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.